und Vertrauen, wie Sie auch gesehen haben. Und Schutz und Vertrauen kann nur entstehen, wenn ein Patient in ein Krankenhaus reinkommt und das Gefühl hat, dass das Personal, was dort für ihn verantwortlich ist, auch eine Verantwortung übernimmt und die Kommunikationsprozesse gesteuert sind. Und dafür setzt es voraus, dass sich ein Team bildet aus Arzt und Pflege und Patient und Angehörigen, dass dieses Team zusammen einen Plan erarbeitet, der dann auch umgesetzt werden kann, wo Sicherheitskriterien, Checklisten erforderlich sind, um bestimmte Prozesse gemeinsam steuern zu können, weil es gibt sehr viele Spezialisten und wenn an den Grenzen zu dem Spezialistentum natürlich Gaps entstehen, entstehen Sicherheitslücken. Und die Helsinki Declaration List, ich denke, da werden die Kollegen drauf eingehen, das werden eingehen auf die Nachwuchsförderung, wie kann man den Nachwuchs motivieren, letztendlich sich auch hier in dieses Team einzubringen. Und die Pflege ist sicher, bin ich sehr, sehr dankbar, dass die Pflege sich auch zunehmend in die Leitliniendiskussion einbringt, weil nur gemeinsam können wir auch Leitlinien umsetzen. Es kann kein Arzt alleine, es kann kein Pfleger alleine, kann auch kein Patient alleine, es geht nur zusammen. Vielen Dank.